Ja, moin, herzlich willkommen zurück hier auf YouTube, auf Stefans kleine Welt. Ich begrüße euch zu Teil 33. Ja, im Teil 33 geht es mit dem Gleismittel weiter. Ich hoffe, er wird in diesem Teil auch mal fertig. Ne? Weil sind ja schon mehrere Gleismittelteile. Irgendwann muss er mal Schluss sein. Aber mal gucken, ich werde das jetzt erstmal anzeichnen, Schienenverlauf und dann werde ich Schienen vorbereiten. Und dann werde ich die auflegen und dementsprechend weitermachen. Vielleicht wird es auch ein längeres Video. Die anderen beiden Teile oder anderen drei Teile ein bisschen kürzer gehalten. Dass der jetzt mal fertig wird. Ne? Kann nicht monatelang so weitergehen. Naja, auf jeden Fall seht ihr jetzt, wie ich was mache und wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Aber ich möchte mich nochmal bedanken bei euch. Ich habe jetzt über 180. Oh, hab jetzt über 180 Abonnenten, worüber ich mich sehr freue. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht in der Zukunft. Ne? Leute auch fleißig an Liken und Kommentieren, freut mich auch riesig. Und ja, das wollte ich noch gesagt haben. Und jetzt geht's weiter mit diesem Video. Ne? Mal schauen, wie ich das strukturiere. Zeitraffer oder Nahaufnahmen oder einfach mal gucken. Ne? So, viel Spaß. Los geht's! So, ich habe jetzt schon markiert. Ich habe jetzt hier das ja sowieso schon übernommen. Jetzt habe ich hier die 40 angezeichnet von der Außenkante, dort die 40 von der Außenkante, dort die 40 von der Außenkante. Dort habe ich schon einen ganzen geraden Bereich eingezeichnet. Hier habe ich das wie auf der anderen Seite auch übernommen. So, jetzt werde ich in Zeitraffer eben die Kurven zeichnen, die drei. Und dazu nehme ich euch jetzt mit. So, viel Spaß! So, der Glasverlauf ist angezeichnet. Es hat super funktioniert mit dem Lineal. Besser wie mit dem Zollstock. Aber es ist halt viel Fummelei mit den Pins und müssen ja schon recht weit rein aufgrund des Lineals. Aber es funktioniert, ne? Und da hole ich die Kraft und je genauer man das macht, umso besser sind ja das Ergebnis. Naja. Ich werde jetzt auf jeden Fall dann die Pinne rausziehen, die Gleise vorbereiten, also verlöten. Wie in den vorherigen Teilen auch schon. Und dann werde ich die Gleise dementsprechend im Gleiswindel verlegen und verkleben. Ne? Gleisanschluss widersetzen, den 3D gedruckten Kabelhalter montieren. Und dazu nehme ich euch jetzt wieder mit. Und ich wünsche euch viel Spaß. So, im Hintergrund läuft der Rasenmäher. Ich hoffe, das stört nicht. Ich hoffe auch, dass die GEMA sich da nicht meldet, dass der Hersteller irgendwie Soundkulissen Rechte hat oder was, aber das glaube ich kaum. Naja, Spaß beiseite. So, es geht weiter mit dem Gleisverlegen. Ich habe jetzt hier drei Flexgleise zusammengelötet, wie ihr im vorherigen Teil sehen konntet. Wie ich es mache, habe ich es mit dem auch gemacht. Hier dieses Schienenprofil angepasst, dass das schön auf Stoß sitzt. Bisschen fixiert mit Flexgleisspanner und die Einspeisung angelötet. Ne? Das ist ja nach wie vor das Fleischmann Flexgleis 22200. Ja, und das werde ich jetzt mit euch zusammen verlegen.
im Zeitraffer. Wie gesagt, ne? Also ich werde die Zeitrafferaufnahme starten. Beziehungsweise Film tue ich es normal, hinterher tue ich es als Zeitraffer dann konvertieren im Programm. Und ich wünsche euch nach wie vor viel Spaß bei diesem Video. Los geht's! So, das war jetzt das äußere Gleis. Jetzt bereite ich das innere Gleis vor und dann wird das direkt eingebaut. Bis gleich. So, es gehen wir parallel Gleis weiter. Dort hinten habe ich schon das Kabel angelötet, wie vorigen Gleis auch. Hier habe ich angepasst. Das liegt zu einigermaßen auf Position. Jetzt werde ich mit dem Zeitraffer dann das Gleis montieren. Weiter geht's. So, bis hierhin sind die Parallelgleise jetzt verlegt, beide. Ja, da hinten habe ich ein bisschen verdammt Stromanschluss, der hätte mir nach vorne gemusst, aber das ergab sich aufgrund des Fleckgleises dann jetzt so. Ja, der andere Stromanschluss passt perfekt, da habe ich ja dann auch dementsprechend den 3D gedruckten Kabelhalter montiert. Hier sind die Flexgleisübergänge isoliert, die sind perfekt geworden, gefällt mir sehr gut. Ja, und mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Aber wenn Fragen sind, könnt ihr mir natürlich Kommentare dementsprechend schreiben oder in meiner Kanalbeschreibung steht eine E-Mail-Adresse, da könnt ihr euch auch drauf melden, wenn ihr wollt, wenn irgendwas ist. Also wenn irgendwas unklar ist, so wollte ich sagen. Und jetzt geht es dann weiter mit der nächsten Ebene. Ich werde jetzt die Bretter ausschneiden aus der Platte mit der Kreissäge und richtig verkleben. Und wenn die verklebt sind, dann geht es mit diesem Video direkt weiter, weil ich möchte jetzt endlich den Gleiswendel fertig haben. Bevor dieser Teil läuft, laufen noch zwei andere Teile vom Gleiswendel und das hier soll dann jetzt endlich der Abschluss sein. So, lange Rede, kurzer Sinn. Lange Rede, kurzer Sinn. Ne? Ach, keine Ahnung. So, egal. Auf jeden Fall ist jetzt hier Schluss. Also nicht mit dem Video, sondern mit dem Bau. Ich werde jetzt das Brett vorbereiten und dann will ich die Trasse kleben und dann melde ich mich zurück, wenn es weitergeht. Bis gleich. So, Mahlzeit. Es geht direkt weiter mit Ebene 4 im Gleiswendel. Ich habe eine neue Trasse gebaut. Das ist dann Trasse Nummer 4, also auch Ebene 4, wie ich gerade schon gesagt.
Die mit USB Cord, habe ich vorbereitet, liegt dort hinten. Ich habe jetzt ein neues Telefon mit neuen Kamera logischerweise. Bin gespannt, wie Aufnahmen und Bildqualitäten sind. Ja, mal schauen. Auf jeden Fall geht es jetzt im Zeitraffer weiter. Ich werde das jetzt eben schnell bekorken. Und wenn das bekorkt ist, dann können die Löcher wieder freigelegt werden und dann können die schon wieder da montiert werden. Kann das trocknen und dann das Übliche halt. Ne? Ich habe jetzt noch eine Platte geholt, um mir eine fünfte Ebene zu bauen, weil das sind fünf Ebenen im Gleiswendel. Und ich hoffe, dass dann auch mal endlich Schluss ist mit dem Gleiswendel, weil so langsam reicht's. Ne? Ja. Gut, auf jeden Fall genug geredet, los geht's. So, die Gleistrasse ist vorbereitet, bekommt, die Löcher für Gewindestangen sind wieder freigelegt. Jetzt werde ich die Muttern ungefähr auf Position aufschrauben. Ein paar Gewindestangen sind zu kurz, die müssen noch getauscht werden, aber das mache ich erst, wenn die Trasse drin ist. Und wenn ich die Trasse einbaue, schalte ich wieder ein. Bis gleich. So, guten Morgen. Es geht weiter mit dem Gleiswendel. Ja, also Video ist das gleiche, aber trotzdem für mich sind es ein paar Tage später. Ich habe jetzt nämlich noch ein paar Anpassungen vorgenommen, beziehungsweise ein paar Updates. Ich habe mir einen 3D-Druck gemacht von Langmuttern, wie sie hier schon drin sind. Hier wird alles abgeschnitten, weil da kommt die letzte Ebene dann drauf. Dann wird das mit Senkkopfmuttern, Senkkopfschrauben wird das dann dementsprechend aus der Trasse verschraubt. Das ist dann immer noch regulierbar aufgrund der Langmutter. Aber seht ihr dann, wenn es soweit ist, im nächsten Teil, denke ich, weil ich habe jetzt schon den Gleisverlauf angezeichnet. Ich verlängere jetzt das Gleis bis hier vorne hin. Kommt die Blocktrennstelle, dann geht der nächste Block weiter. Erstmal bis da vorne auf die Kante. Dann werde ich im nächsten Teil die letzte Trasse montieren vom Gleiswendel. Das ist dann auch das Abschlussvideo vom Gleiswendel erstmal. Jetzt gerade drucke ich auf dem 3D-Drucker eine Zugentlassung für die Kabel von den Kontaktgleisen. Das zeige ich euch, wenn ich es einbaue. Der ist da hinten gerade noch zu lange, seht ihr nicht. Ich zumindest von aus. Und jetzt geht es auf jeden Fall mit dem Gleiseverlegen weiter. Ich werde die zwei da jetzt eben verlängern bis hier vorne, wie gesagt. Kommt die Trennstelle.
Und dann führe ich das Gleis dementsprechend weiter. Es war ja alles ein Zeitraffer nach wie vor. Ich hoffe, das Video wird trotzdem was und interessant für euch. Aber, und war natürlich bis hierhin interessant. Ich werde es ja sehen anhand den Kommentaren, Likes und dem ganzen Feedback, was ihr haltet, Klicks etc., was da alles gibt. Na? Jo. So, genug geredet, es geht weiter. Viel Spaß! So, ihr Lieben, die beiden Gleise sind verlängert. Na, habt ihr ja sehen können, wie ich das gemacht habe im Zeitraffer. Ja, da hinten, erste Gleis, erste Lötstelle war ein bisschen problematisch. Hätte ich den Flexlagspanner vorher abmachen sollen. Das musste ich nochmal nachlöten. Aber die Kamera lief mit, habt ihr vielleicht gesehen. Ja, es funktioniert auf jeden Fall. Hat sich ja dann die abgetrennte Schwelle dann aufgelegt und drüber geschubbert. Also es funktioniert tadellos. Ne? Habe ich dann das ja mit U-Bohr verklebt, habe ich dann dementsprechend das Gleis ein bisschen drüber gedrückt beim Kleben, dass auf jeden Fall im Betrieb keine Probleme auftreten. In der Theorie zumindest. Genau. Ja, weiterhin habe ich das dann verklebt, nach wie vor, wie die ganzen anderen Gleise auch. Dann habe ich das grob abgelenkt mit einem Seitenschneider und dann habe ich das mit dem Dremel nachgeschnitten. Ja, ist okay. Auf jeden Fall geht das dann hier jetzt dann mit dem nächsten Block weiter. Ja, dann löte ich jetzt die Gleise zusammen und wenn ich die einsetze, dann schalte ich wieder ein. Bis gleich. So. Ich habe das äußere Gleis vorbereitet. Ich habe hier schon die Isolierverbinder drauf gesteckt, abgelenkt, drauf gesteckt. Hier habe ich schon den Kabelbindenhalter drauf gemacht, in 3D gedruckten. Ich hätte ja gesagt, bevor ich jetzt hier das verlängert hatte, dass ich mir so eine Zufriehenlastung entworfen habe und gedruckt habe. Dann habe ich als fertige Datei die Kabelbindenhalter genommen und eine Leiste drunter gesetzt und zusammengefügt, Löcher eingefügt, diese Verschraubung ab. Die kommt dann hier so hin und dann wird das alles schön verschraubt. Und so kann dann das Kabel auf Dauer nicht kaputt gehen, so entlastet das dann. Ne? Das ist ja eine Art Zugentlastung. Im Elektronikbereich. Naja, auf jeden Fall lege ich jetzt das Gleis auf, ich habe das vorbereitet und werde das auch direkt dann fertig montieren. Im Zeitraffer natürlich. So, hier kommt das Gleis. Auch wieder drei Flexgleise aneinander gelötet. Hier ist Einspeisung. So. Tue ich jetzt mal die Klemmen alle lösen. Zumindest die
vorderen. Nein, die Klemme, die löse ich nicht. So eine dumme Idee. Die lasse ich mal schön zusammen. Den hier lege ich weiter nach hinten, dass das hier vorne nicht so gespreizt ist beim Zusammenziehen. So. Ich noch mal nachlegen auch. So. Gucken, dass ich hier hinten diesmal den Kork richtig getroffen habe. Nicht wie beim letzten Mal. Musste ich ja dann hier dementsprechend ausklinken. Aber bis jetzt sieht das vielversprechend aus. So. Ja, zum Glück habe ich mir eine neue Tube Uropor geholt. Die erste Tube ist leer. So kann ich das jetzt dann dementsprechend einträufeln. Aber Zeitrafferaufnahme startet dann jetzt dementsprechend. Ich melde mich dann gleich, wenn ich fertig bin. So, da war tatsächlich das Akku leer gegangen, aber das hatte ich ja jetzt schon zwei oder bestimmt zweimal in anderen Videoteilen gezeigt, wie ich Gleise festklebe und fixiere und ausrichte. Das äußere Gleis habt ihr ja noch sehen können, bevor die Kamera ausging. Und das war's dann mit diesem Teil. Mein 3D-gedrucktes Element für die Zugelassung vom Kabel. Das werde ich dann doch erst im nächsten Teil montieren, weil ja noch das Raster drauf kommt. Und das Kabel muss ja logischerweise mit da lang geführt werden. Und das zeige ich dann mal genauer, was es damit auf sich hat. Bei noch anderen wird das bestimmt interessieren. Und ja, bedanke ich mich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut!